Also, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Optionshandel mit System in jeder Marktlage. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder die Veranstaltung zusammen mit Markus Runa und Thorsten Eberhardt haben und dass die beiden für uns die Zeit gefunden haben. Umso mehr freue ich mich natürlich auch, dass sie heute wieder live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED und will Sie gar nicht so lange mit dem Intro aufhalten. Nichtsdestotrotz müssen wir kurz über den Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig von Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ganz wichtig, auch wenn wir später oder gleich auch den Screener sehen, der ganz viele Ideen entsprechend zeigen wird, aber da müssen Sie tatsächlich am Ende Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja? Super, dann beginnen wir heute mit Thorsten oder Markus. Wer möchte? Heute übernehme ich. So soll es sein. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön, Dankeschön. Kurze Frage, welchen Bildschirm seht ihr? Seht ihr hier die Top-Kandidaten oder seht ihr die Präsentation? Wir sehen gerade dein Bankkonto und wie viel Geld drauf ist. Ja, auch nicht schlecht. Ja, dann wisst ihr mehr als ich. Die Liste Ungeachtet. tatsächlich. Ja, die Liste. Ungeachtet dessen fangen wir direkt mal an und da schiebe ich jetzt mal auch unsere Präsentation hier dazwischen. Ja. Also, der linke nette Mann, der Kollege, das ist der Markus, daneben, das bin ich. Und wir treffen uns ja regelmäßig hier bei FXFlat, um auch Optionshandel mit System ein wenig näher zu bringen. Der Markus ist sozusagen der Systemlieferant. Und ich bin derjenige, der auch sagt, von wegen, was man machen muss, um so ein System sozusagen auch zu verstehen, beziehungsweise die Trades, die da rauskommen, auch richtig zu handhaben. Markus, vielleicht würdest du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen. Kürzen wir es heute mal ein wenig ab, damit wir auch schnell in Action sind. Ja. Klar, ja, mein Name ist Markus Runau. Ja, ich stehe da hinter dem Trade Scanner, mache natürlich auch schon viele Jahre hier Optionshandel, schreibe auch für einen Renditebrief, also so ein bisschen was verstehe ich auch davon. Sehr gut, sehr gut. Mein Name ist Thorsten Eberhardt. Ich bin sozusagen Kopf von Options for Winners. Wir bieten Ausbildung via Club an und ja, ich habe auch noch einen YouTube-Kanal und verstehe mich gut mit dem Markus. Und das ist mitunter auch ein Grund, warum wir hier zusammensitzen oder zusammen in diesem Meeting sind. Und heute wollen wir uns auch mal einem Thema widmen, was ja zurzeit recht brandaktuell ist. Und da wechsle ich jetzt auch mal schnell zu der Liste. Ja, das ist eine Liste, die ich mal automatisch ziehe. Ich habe eine Brot- und Butter-Strategie und die Brot- und Butter-Strategie ist einfach. Ja, da verkaufen wir regelmäßig Put-Optionen, entweder nackte Put-Optionen bei kleineren Titeln unter $100 oder bei größeren gehen wir halt mit einem Put-Spread rein. Ja, das heißt, da haben wir noch eine Absicherung mit einer Long-Option darunter. Was aber ganz wichtig ist, dass wir diese Earnings außen vor lassen. Ja, also wir wollen ein ruhiges Leben führen. Dafür steht ja auch der Markus mit seinem Scanner. Ein ruhiges Leben, wo man auch regelmäßig Income mit generieren kann. Und diese Earnings, die kommen natürlich dazwischen. Warum? Bei den Earnings reportieren die Unternehmen quartalsweise ihre Ergebnisse. Und wir wissen ja nicht, was die dort erzählen werden. Und das hat natürlich Einfluss auch auf die Kursentwicklung. Wir erinnern uns an Meta oder auch ganz viele andere bekannte Unternehmen, ja, die haben nach den Earnings einen richtigen Crash hingelegt mit teilweise 25% Drawdown, auch bei den Blue Chips, bei den großen Werten. Und das wollen wir halt in dieser Strategie, die wir haben, hier vermeiden. Ja, wir haben hier bullische, bärische Titel, aber wir sehen hier auch alles, was rot hinterlegt ist, hellrot, dunkelrot, da stehen die Earnings bald an. Und das sind all diese Titel, die können wir jetzt sozusagen gar nicht mit unserer Brot- und Butter-Strategie traden. Und da sagen wir uns doch auch, so ein Mist, ich dachte, der Optionshandel bietet doch für jede Marktlage etwas. Und da böte es sich doch an zu überlegen, was passiert eigentlich bei den Earnings mit den Optionen?
Und wenn wir das verstanden haben, was da passiert, dann können wir natürlich auch eine Strategie uns überlegen und mit System, was der Markus uns gleich auch zeigen wird, die entsprechenden Titel auch filtern. Ich gehe zurück zu unserer Präsentation. Den Risikohinweis, den brauche ich jetzt hier nicht aufzeigen. Wir schreiben heute den Titel Earnings Traden mit Optionen. Und da gehen wir vielleicht erstmal darauf ein, warum wir Earnings traden wollen. Also, wir wollen jetzt sozusagen von den Earnings auch Profit schlagen. Das heißt, wir wollen hier auch traden. Brot- und Butterstrategie, diese langweilige Strategie, wie ich sie auch immer beschreibe, die ist jetzt nicht möglich. Vieles andere auch nicht. Aber wir können trotzdem Strategien uns überlegen, wo wir bei den Earnings auch Profit schlagen. Vier Punkte hier an der Zahl, die dafür sprechen, warum wir es tun sollten. Das ist der Punkt 1, das ist die Vorhersehbarkeit. Was will ich damit sagen? Vorhersehbar ist definitiv nicht die Kursentwicklung. Ja, wenn jetzt beispielsweise Tesla hat morgen Earnings, ja, wenn Tesla nach Börsenschluss die Earnings kommuniziert und plötzlich sagt, ja, Jungs, leider sind die Absatzzahlen doch viel, viel niedriger als erwartet und wir mussten die Preise so runtersetzen von den Autos, dass jetzt auch noch unsere Margin darunter leidet, dann wird der Kurs extrem nach unten gehen. Das ist jetzt aber nicht vorhersehbar. Ja, wir wissen nicht, wie sich der Kurs entwickeln wird, weil wir nicht wissen, was in den Earnings kommuniziert wird. Es könnte ja auch der Fall sein, dass doch viel mehr abgesetzt wurde, die Margin gestiegen ist und der Kurs nach oben schießt. Das ist nicht vorhersehbar. Aber wir wissen ja auch, dass eine Option oder eher gesagt die Prämie der Option auch mitunter abhängig ist, beziehungsweise Bestandteil der Volatilität ist. Und die Volatilität, die ändert sich ja. Und was wir wissen, ist, dass vor den Earnings die Volatilität steigt. Also wir haben hier beispielsweise ist jetzt der zeitliche Verlauf und die Earnings sind jetzt hier und dann geht die Volatilität bis zu den Earnings hoch und nach den Earnings fällt sie meistens. Und dieses Phänomen nennt sich auch Ivy Crush. Ja? Das heißt, bis zu den Earnings steigt die Vola und danach lässt sie nach. Auch wenn der Preis, also der Kurs des Underlyings der Aktie fällt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass, und da sollte man sich nochmal überlegen, wofür Volatilität steht. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man Unsicherheit hat. Ja, man weiß ja nicht, was kommt. Und die Unsicherheit, die treibt die Vola hoch. Wenn jetzt die Earnings kommuniziert wurden, dann ist die Unsicherheit ja weg. Dann weiß man ja beispielsweise, dass jetzt die Absatzzahlen gesunken sind oder dass die Absatzzahlen gestiegen sind. So oder so kommt durch den Ivy Crush eine Entspannung rein und die Vola fällt. Da, wie eben gesagt, die Prämie mitunter aus der Vola besteht, heißt das ja natürlich, wenn die Vola steigt, steigt die Prämie. Wenn die Vola fällt, fällt die Prämie. Als Verkäufer von Optionen will man ja immer eins: teuer verkaufen, günstig kaufen. Das heißt, hier wäre doch jetzt als Verkäufer eine Idee, an diesem Punkt hier oben Optionen zu verkaufen, um schlussendlich von dem Rückgang der Vola zu profitieren. Und dann auch schnell einen Profit zu machen. Und da sind wir auch schon bei Punkt 2. Haltedauer. Die Haltedauer ist natürlich kleiner. Wenn ich das jetzt beispielsweise vergleiche mit meinen Brot- und Butterstrategien. Da habe ich Laufzeiten von 60 Tagen. Im Schnitt bin ich nach der Hälfte der Zeit draußen, nach 30 Tagen oder schneller, aber nicht so schnell wie bei den Earnings Trades. Das heißt, wenn ich jetzt diese Art der Earnings Trades mache, habe ich noch eine relativ überschaubare Haltedauer. Der nächste Punkt, das ist die Trefferquote. Die Trefferquote ist natürlich dadurch auch maximiert. Ja, die Trefferquote heißt ja, wie groß ist die Chance auch, dass ich schlussendlich als Gewinner rauskomme. Die ist natürlich auch höher, weil durch die Vorhersehbarkeit der Volatilität haben wir natürlich auch die Wahrscheinlichkeit mehr auf unserer Seite, was schlussendlich zu der höheren Trefferquote führt.
Das ist der Punkt 3. Punkt 4 ist die Titelauswahl. Bei unseren Brot- und Butterstrategien sagen wir zum Beispiel, wir nehmen keine Titel rein, die eine Volatilität, und ich rede jetzt von der impliziten Volatilität, von mehr als 100% haben. Weil das sind Kandidaten, die schon in Anführungszeichen eine sehr holprige Vorgeschichte haben und die würde wieder unserer Strategie im Wege stehen, wo wir ja sagen, es soll eine Strategie für ja, wenig nervenaufreibende Action sein, sondern eher mehr für Entspannung. Das heißt, diese Titel fallen da nicht rein. Aber diese Titel können wir hier auch nehmen, weil wir sozusagen trotzdem von dem gleichen Effekt dann profitieren. Das heißt, hier haben wir sogar noch eine große Auswahl an Titeln. Das sind jetzt sozusagen die Gründe, warum wir Earnings traden. Jetzt haben wir aber noch das Problem, wie kriegen wir denn jetzt die Titel zusammen? Ja, wo kriegen wir beispielsweise Daten her, die uns aufzeigen, das ist jetzt vielleicht ein Kandidat für Earnings Trades? Gibt es da eine Möglichkeit? Markus, kannst du uns was dazu erzählen? Ja, wir hatten ja heute früh so diskutiert, das Thema, was das ideale Verhalten ist, was wir denn haben wollen. Und da geht es ja immer darum, dass wir eigentlich beide Seiten haben wollen. Das heißt, wir wollen einen Put und einen Call gleichzeitig verkaufen. Und da müssen wir ja schauen, gibt es auch zu den Legs, die wir verkaufen wollen, genug Open Interest? Ist die implizite Volatilität da? Und dann hat ja jeder den Spaß, immer die Earnings auch rauszusuchen, also welche Titel haben die Earnings und so weiter. Und das habe ich jetzt im Prinzip mal so zusammengefasst, dass ich dann relativ schnell sehe, welche Werte funktionieren und wo würden sich auch Puts und Calls anbieten. Genau, wenn ich kurz noch was davor, ich weiß nicht von wegen, wir wissen ja nicht immer über den Kenntnisstand unserer Zuschauer Bescheid. Ja. Markus und ich haben heute Morgen gesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, jetzt hier Earnings-Zeit, Earnings-Trade etc., wie kann man da was machen? Der Markus hat ja sowieso ein gutes System, da böte sich das natürlich auch mitunter an aufzunehmen, beziehungsweise das als Stütze, als Hilfe dann auch zu nutzen. Aber wir müssen uns natürlich auch nochmal damit beschäftigen, was für Strategien wir denn grundsätzlich haben. Ja, wir haben grundsätzlich für das Verkaufen von Optionen, also da, wo wir als Verkäufer von Optionen dominieren, zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Auf der einen Seite nackt, ja, das ist der Verkauf von Put und von Call. Ja, von Put und von Call. Wenn die jetzt zwei verschiedene Strike-Preise haben, wie jetzt hier der Fall, ja, gehen wir davon aus, der Kurs der Aktie liegt bei 100. Dann habe ich hier eine Put-Option, Verkauf bei 90 und eine verkaufte Call-Option bei 110. Das wäre dann der Short-Strangle. Wenn wir jetzt aber sagen, pass mal auf, wir machen beides am selbigen Kurs, die verkaufte Call und die verkaufte Put, auch hier bei 100, dann wäre es der Short Straddle. Wenn wir jetzt aber beispielsweise sagen, wir wollen nicht nackt in den Markt, wir sind ja gar nicht abgesichert und vielleicht haben wir auch nicht genug Margin, weil wir dürfen eins nicht vergessen, diese nackten Optionen in der Regel verlangen mehr Margin, wir müssen beim Broker mehr hinterlegen und das kostet natürlich Margin-Auslastung. Wenn man das jetzt nicht möchte oder nicht hat, sowohl als auch, kann man natürlich Folgendes machen. Man kann hier sich absichern, indem man hier drunter eine Put-Option kauft und darüber eine Call-Option kauft. Das wäre jetzt der Iron Butterfly. Wenn wir jetzt aber nochmal überlegen und sagen, wir wollen doch nicht am selbigen Preis, sondern wir machen das wie eben bei dem Short Strangle nur mit Absicherung, dann wäre das jetzt der Iron Condor. Das sind die vier Möglichkeiten, die sich definitiv für den ein oder anderen potenziellen Earnings Trade anbieten. Ja, genau. Jetzt kannst du wieder loslegen, Markus.
Ja, genau. Und ich habe jetzt einfach mal den Short Strangle entwickelt. Das ist ja dann relativ leicht übertragbar, zum Beispiel für den Iron Condor, weil ich ja dann nur im Prinzip die gekauften Optionen dazusetzen muss. Ja, Genau, genau. den Short Straddle hatte ich jetzt noch nicht und Iron Butterfly. Aber wir können uns das ja trotzdem mal anschauen, oder? Ja. Genau, dann übernimm du die Übertragung. Das, da geht's. Habe ich initiiert. Wunderbar. Sehr gut. Welchen Monitor seht ihr? Da das, wo kein Konto drauf ist. Genau. Seht ihr den Trade Scanner? Ja. Wunderbar. Das heißt, hier Days Range, da könnt ihr im Prinzip definieren, wie lange die Laufzeit der Option sein muss. Aber wir wollen ja nicht lange drin bleiben. Das heißt, wir nehmen uns durchaus länger laufende Optionen, wollen die aber dann relativ schnell wieder zurückkaufen. Dann Oder ist kurz Markus, kurz zwischen. Also, was man noch sagen muss, wir haben ja verschiedene Laufzeiten. Das heißt, wir haben auch verschiedene Optionen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man jetzt zum Beispiel Tesla nimmt, wo Tesla ja morgen Abend, also morgen nach Börse, seine Earnings kommuniziert, böte sich in dem Fall natürlich die Option an mit der höchsten Volatilität und das wäre jetzt die nächst verfallene, das heißt die, die jetzt bis Freitag nur geht. Ja, das wäre jetzt hier dann der 21. April. das heißt, du würdest dann die Zeiten einfach hier runternehmen und sagen, okay, nehmen wir jetzt hier 2 Tage bis 14 Tage Ja. zum Beispiel. Und dann müssten wir es ja auch dann gleich finden. Ja. Tesla, da unten haben wir sie. Sehr gut. Sehr gut. Und du siehst hier schon, kannst du es mal nach, ach, du hast Tesla da, genau. Du hast da mehrere Tesla 21.04. Und du hast da unten, genau. Kannst du das mal nach Tesla sortieren, nach dem Namen Tesla? Sicher doch. Super. Und was Sind man das jetzt jetzt hier sehen kann, verschiedene wenn man, Optionen? ne, perfekt, wenn man jetzt die Spalte Implied Volatility sich anschaut, dann sieht man auch schon die unterschiedlichen Höhen der impliziten Volatilität. Ja, und wir fokussieren uns dann jetzt hier auf Expiration 21.04. Genau, und dann gehen wir mal hier drauf und uns das an. Das schaut ein bisschen komisch aus. Mal, was hier passiert. Na ja, toll. Vorführeffekt natürlich, gell? Muss ja sein. Dass das, was ist jetzt hier passiert? Strike Put, Strike Call. Was immer. Aktueller Close ist doch 185. Oh. Da hat er mich hier veräppelt. Das ist jetzt blöd. Ich habe keinen schönen Call hier gefunden. Das ist jetzt nicht schön. Oder irgendein Call, der ein bisschen höher ist? Nee. Da habe ich ein bisschen Probleme. Ich muss nochmal danach gehen. Dann Mann. kannst du kannst ja auch einen anderen Titel vielleicht nehmen. Ja, Nimm genau. mal Ally Financial, also ALLY, das Symbol. Was macht er? Ah, jetzt schaut es noch besser aus. Genau. Ja. Genau. Der Kurs steht jetzt hier in der Mitte. Wir sehen hier diese gepunktete Linie, was die Earnings angeht. Einen Tag bis zu den Earnings, 3 Tage Laufzeit, Strike Put, Call und was würden wir als Prämie erwarten? Dann vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären. Du hast ja da so schöne rote und grüne Balken im Chart. Genau, das sind Open Interest Levels, das heißt der nächsten 60 Tage. Hier wird immer dann pro Strike, das heißt hier zum Beispiel 30, 27, 5, 25, wird dann zusammengezählt, wie viel Open Interest da ist. Und wir sehen hier unten auf der grünen Seite, da ist das meiste Open Interest, wo wir unseren Put setzen würden. Das heißt, das ist dann. Da weiß ich, okay, da wird wahrscheinlich der Kurs eher abprallen.
Das heißt, es ist immer gut, möglichst viele Sachen hier drin zu haben, viele Open Interest Levels. Genau, dann Margin Estimate wissen wir, was das an Rendite bringen könnte. Genau, wir können das ja direkt mal zu uns anschauen, oder? Wie das dann auch in der TWS Auf ist. jeden Fall. Ja. Ja, genau. Jetzt nehmen wir uns mal hier den Option Trader Ellie. Gehen in den Strategy Builder, das ist hier erstmal wichtig, Strategy Builder. Und dann ganz wichtig auch oft hier dieses alle Basispreise. Das heißt, dass ihr hier draufklickt, alle Basispreise, sonst wundert man sich, oh, ich finde die nicht. Und dann hatten wir ja gesagt, den 21. Wir nochmal spionieren. Wir hatten den 23,5er und den 30er. 23,5 auf der rechten Seite immer die Puts, auf der linken Seite die Calls. Das heißt, wir suchen uns hier den 23,5er. Rot ist immer der Verkaufte. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Und dann den 30er auf der Call-Seite. Da muss es auch rot sein. Und dann habe ich den Wert. Das ist ein Short Strangle. Dann sieht man hier den Preis. Hier zwischen ist ja dann 40 und 25 Cent. Das heißt, da kann man irgendwo die 33 hat er mir jetzt hier so gemacht. Das wäre jetzt hier der Short Strangle, den ich so übermitteln kann. Beziehungsweise auch das Risikoprofil kann ich mir natürlich anzeigen lassen, wenn es dann, na, wenn er es mir dann hier rüberbringt. Genau, und da steht ja dann auch die Gewinnwahrscheinlichkeit drin. Wie viel Rendite kann ich bekommen? Wie viel ist der Verlust und sowas? Das ist alles dann drin. Und wenn man jetzt dann einfach sagt, okay, ich würde das als, also entweder, ne, wir können es jetzt erstmal so direkt übermitteln. Oder? Ja. Ja. Genau. Und dann heißt das hier, Zeichenpreis. Müssen hier kurz warten, bis er auf grün schaltet. Dann hat er jetzt den Preis noch nicht drin. Vielleicht dann auf 30 Cent. Und dann lassen wir mal die Order erstmal stehen, oder? Genau. Also ist er wenigstens schon mal grün. Genau, dann können wir uns hier nochmal weitere Werte anschauen, oder? Ja, du kannst beispielsweise, was ja auch für den einen oder anderen interessant ist, ist ja zum Beispiel Google. Google hat am 25.04. seine Earnings. 25. Ich habe jetzt 3 Tage eingestellt hier zum Suchen. Das heißt, ich kann noch gar nicht Google sehen, weil es einfach noch zu lange weg ist. Aber wir haben hier genug andere Werte, die wir uns anschauen können. Das heißt, was suchen wir uns denn? Oh, war da gerade, da ist Alcoa. Ah, Ja, da ist Alcoa. da ist ja der ehemalige Vorstandschef von Siemens hingegangen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß. Okay. Ja, habe ich schon sehr viele Optionen auf Alcoa, Aluminiumhersteller. Ja, und das Prinzip ist wieder das gleiche. Wir sehen hier oben wunderbar das Open Interest auf der Call-Seite, hier auf der Put-Seite. Also viel einfacher geht es ja kaum. Ja. Das ist Ja, dann. besonders, du siehst da auch wirklich diese schönen großen langen Balken, ja. Ja. Das ist schon gut. Genau. Können wir ja auch mal hier so eine Option streichen. Da können wir das ja gleich mal als Iron Condor machen, oder? Dass wir Ja, sagen, das. okay, wir gehen hier mal direkt, nehmen wir 3, 4 Dollar Abstand, was dann unser Risiko ist. Okay. A. Suchen wir uns Alcoa Strategy Builder. Jetzt haben wir wieder den richtigen Verfallstag. Haben wir, ja. Jetzt wieder spicken. 37,5 zu 44. 37,5. Und dann können wir 3 Dollar runtergehen oder so in dem Dreh und könnten uns hier auf der blauen Seite dann was dazu kaufen. Und dann auf der nochmal 44. Das ist unsere Verkaufte, das ist wichtig. Und dann die Gekaufte wird halt dann ein bisschen, die unser Risiko dann massiv reduziert. Und schon haben wir hier unseren Iron Condor. Ja, besonders wenn man sich die Margen anguckt, das sage ich ja auch immer, das ist ja nicht nur der Grund, die Absicherung,
sondern einfach die Margen. Also da lohnt es sich manchmal für wenige Dollar, auch wenn man diese, ich nenne es mal so, dämliche 20K-Regelung hier hat, lohnt sich trotzdem für den Privattrader in Deutschland für 2, 3 Dollar was dazu zu kaufen. Ja, es kostet hier gar nicht viel, ja. Und schon hast du das wesentlich besser, ja. Genau. Genau, und jetzt müssen wir hier einen gültigen Preis eingeben. Dann heißt, wir müssen hier wieder schauen. 44 Cent ungefähr kommt hin, ja. 45 und übermitteln das. Dann müssen wir mal schauen, ob wir innerhalb des Webinars eingebucht werden oder nicht. Ja. Genau. Aber das Prinzip ist ja fast immer das gleiche, dass man dann einfach nur durchgeht und sagt, okay, welche Werte machen denn hier besonders Spaß? Core hat man jetzt, Tesla mal geschaut. USB. USB schaut auch gut aus, ja. Und ich will gar nicht wissen, wie anstrengend das ist, das von Hand rauszusuchen. Wo Klaus schreibt, dass wir noch mal das ein bisschen allgemeiner erklären sollten. Machen wir gleich, Klaus. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe es meiner Frau auch beigebracht und die Chinesin. Also das. Ja, gut. Das heißt, der USB schaut auch super aus, gell? Also wirklich schön. Wir haben hier auch Open Interest auf der Oberseite. Hier sehen wir, dass wir aber ein klein wenig höher, vielleicht sogar ein bisschen mehr Open Interest hätten. Ja? Das heißt, das wäre zum Beispiel auch was, wo wir hier den Vorschlag haben und dann könnten wir sagen, okay, wir gehen trotzdem ein kleines bisschen raus. Es ist ja erstmal nur ein Vorschlag. Das heißt, wir würden dann hier den 32,5er zu 40 zum Beispiel machen. Dass ich auf der sicheren Seite bin. USB. Das heißt, wir nehmen den uns jetzt. Den 32,5er und dann den 40er. Ja, Da da kriege gibt ich es. nichts mehr für. Dann nehmen wir den 39. Aber da kriegen wir auch nichts. Ja, Ah, das doch. wäre dann beispielsweise für mich ein Grund, hier nur eine Put-Option zu verkaufen. Ja, wenn Ja. ich nachher zu knapp mit der Call-Option und die bringt mir so gut wie keine Prämie, dann will ich da auch kein Risiko eingehen. Dann lasse ich die Call-Option weg. Ja, dann geht das natürlich hier nicht mehr so. Das ist auch wichtig, sondern wir gehen dann einfach drauf und sagen, okay, wir waren auf der 37,5. 32. Genau, das geht dann eben nicht über den Strategy Builder. Das ist dann einfach nur hier drin. Und dann habe ich die. Und dann müsste ich hier eben sagen, zum Beispiel, ich möchte die 30 Cent haben, kann ja hier auch die Menge ein bisschen anpassen, weil 30 Cent, da macht man das ja nicht unbedingt. Genau, und dann einfach übermitteln, schauen mir das Risikoprofil an und dann 87% sagt er mir und dann ist gut. Dann steht die erstmal drin im Markt. Gut. So war jetzt hier erstmal der Grundgedanke des Systems. Wahrscheinlich schon ziemlich einfach für die meisten. Ja, für uns auf jeden Fall. Für den einen oder anderen, der sich mit der Optionswelt noch nicht so beschäftigt hat, sind wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle Worte aufgetaucht, die nicht ganz oder nicht direkt verstanden werden. Dürfte ich den Bildschirm noch mal kurz übernehmen? Selbstverständlich, mein Lieber. Sehr gerne. Ja, gebe ich dir sofort. So. Genau. So, worum es erstmal geht. Ich zeige es jetzt hier nochmal in der TWS. Hier ist jetzt Tesla. Ich werde jetzt mal die Basispreise hier mal ein bisschen weniger machen, weil ich wechsle jetzt hier in die Listenansicht. Und das ist das, was ich hier eben nochmal wirklich zum Ausdruck bringen möchte, dass natürlich die Volatilität in der Option, in der auch die Earnings stattfinden, viel höher sind als in den anderen. Das heißt, hier ist definitiv natürlich die Wahl auf diese Option vorzunehmen.
Natürlich werden auch die darauffolgenden ein wenig sinken, aber den wirklichen IV Crush, den nehmen wir hier mit. Ja, also dass wir profitieren von dem Vola-Rückgang. Ja, das ist halt wichtig. Ich nehme immer gerne, falls es auch erklärungsbedürftig ist, Optionsrad. Kann man kostenfrei sich anmelden und wir gehen jetzt mal auf den Short Strangle ein. Ich nehme jetzt hier Tesla. Gehe hier drauf und jetzt wähle ich natürlich die Option für den 21. April. Hier unten sehe ich die implizite Volatilität. Hier habe ich die verkaufte Put-Option, hier habe ich die verkaufte Call-Option. Wenn wir uns das jetzt mal hier angucken und wir lassen es, wie es ist, dann haben wir hier unten bei 175 die verkaufte Put-Option und hier oben bei 192,50, ich schreibe jetzt nur 192, die verkaufte Call-Option. 185 ist jetzt die aktuelle Kursentwicklung. Was uns natürlich wichtig ist, dass wir nicht zu nah hier an die Entwicklungen, an die Strike-Preise, an die Ausübungspreise der Option kommen. Ja, das sollte nicht passieren. Deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass man diese Strike-Preise auch so wählt, dass da noch Platz ist. Wir wissen nicht, wie der Kurs ist. Wir wissen aber doch, dass mit großer Wahrscheinlichkeit die implizite Volatilität sich zurückentwickeln wird. Und das möchte ich hier nochmal zeigen. Ich nehme jetzt mal hier statt 175, nehme ich 165, mache hier 20 runter. Und hier gehen wir mal 20 rauf, gehen auf 205. Wenn wir den Graphen uns anschauen, ist das jetzt die Zone, wo wir Profit machen. Ja, wo wir auf jeden Fall im Profit sind. Wir wollen aber gar nicht bis zum 21. drin bleiben, sondern wenn wir morgen die Optionen verkaufen, diesen Trade eröffnen, ist es sehr gut möglich, dass wir am Folgetag oder den Tag darauf rausgehen. Also Mittwoch ist morgen, Donnerstag beziehungsweise am Freitag. Wir lassen es auf jeden Fall nicht verfallen. Wenn wir uns die Tabelle jetzt angucken, dann können wir Folgendes erkennen: Wenn wir die Volatilität jetzt nach unten schrauben, kommen wir schon viel schneller, ne, nochmal zurück. Wir sind hier bei 99%. Die Vola fällt, IV Crush. Dann kommen wir schon sehr schnell in die Profitzone. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir verdienen hier $195 und ich möchte bei 50% spätestens raus, dann kann ich hier auf Prozente gehen und dann sieht man, dass man relativ schnell an die 50 drankommt, wenn die Vola fällt. Und das ist das, worauf wir diese Trades abzielen. Im Wesentlichen auf den Rückgang der Volatilität. Was wir natürlich auch beachten müssen, ist, wenn der Kurs arg gegen uns läuft. Beispiel: verkaufte Call-Option und der Kurs schießt nach oben. Dann kann das natürlich sehr teuer werden. Wir haben aber natürlich immer noch die Möglichkeit, weil wir noch Zeit haben bis zum 21., diese Option auch zu rollen. Ja, das kann man natürlich machen. Und auf der Unterseite, wenn der Kurs abstürzt, hat man natürlich die Möglichkeit auch zu rollen oder zu sagen, zu dem Preis nehme ich auch Tesla ins Depot. Das sei nochmal gesagt. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, und man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, was man hier macht. Wichtig mitzunehmen ist, dass wir den Vorteil auf unserer Seite haben mit der Volatilität, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass die Volatilität nach dem Release der Earnings auch fällt. Ja, das ist wirklich wichtig. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, das ist jetzt der Short Strangle, nicht abgesichert. Jetzt können wir natürlich den auch noch absichern und da fügen wir auf der Unterseite eine Put-Option hinzu und auf der Oberseite eine Call-Option. Das Risiko hat sich natürlich stark verkleinert. Der Credit ist jetzt nicht mehr wie vorher, sondern nur noch um die $80. Aber dafür haben wir auf der Unterseite maximal $500 hier,
abzüglich der Prämie, also die $420,16, und auf der Oberseite dasselbige. Chance auf Profit ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier auch als Gewinner rausgehen, liegt bei 87%. Ja, das wäre jetzt der Iron Condor. Wenn wir aus dem Iron Condor, hier haben wir den Iron Butterfly. Da sind wir sozusagen am selbigen Strike mit den verkauften Optionen und hier am Geld sind wir beim Iron Butterfly. Und wenn wir das jetzt sehen, ist das natürlich auch ganz interessant. Nur natürlich haben wir hier einen Peak. Das heißt, die Aktie müsste sich schon mehr oder weniger auf der Stelle bewegen. Ja, aber wir können natürlich auch gucken, was passiert, wenn jetzt beispielsweise die Vola fällt. Da profitieren wir natürlich auch stark von. Und last but not least, um den Kreis zu schließen, nehme ich hier die Option weg und hier die Option weg, dann bin ich bei dem Short Straddle. Das sind die Möglichkeiten, die wir als Optionshändler haben, ja, dass wir das so machen. Es sollte einen Abstand haben. Und jetzt die Frage zum Abstand. Eins können wir zumindest sagen, wie es in der Vergangenheit war. Ja, dann kann man sich beispielsweise mal ja, in die Historie zurückgucken und schauen, wie sich die Kurse im Schnitt nach dem Release, also nach der Veröffentlichung der Earnings entwickelt haben. Und dann passt man seine Preise dementsprechend an. Das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Die zweite Möglichkeit, die man auch machen kann, die nennt sich Implied Move. Da gibt es unterschiedliche Rechenszenarien, wie man den Implied Move berechnet. Ja, ich kann das jetzt mal hier zeigen. Man sucht sich jetzt die Option hier raus. Ja, halt, warum Vorführeffekt, ne? Trotz dass Live-Daten sind. Kommt gleich. Ich mache mal hier Registeransicht. Hier haben wir es. Dann nimmt man die Optionen am Geld, 185, die Put- und die Call-Option. Das sind 6,40 plus 7. Ich nehme jetzt mal den Mittelwert. Das sind 13,40. Und die 13,40, die rechne ich durch die 185. Und dann habe ich einen Implied Move von 0,07 oder anders ausgedrückt von 7,2%. Das ist das, was der Markt jetzt sozusagen erwartet. Und diese 7,2% kann ich ja jetzt als Abstand nehmen, ja, dass ich dann sage, ich habe die 185 und ich möchte mal wissen, wie viel da 7,2% sind 13,32 Punkte. Wollen wir nicht päpstlicher als der Papst sein, nimmt man 15 Punkte und dann geht man auf 170 und auf 200. Das sind halt alles Ideen, ja, nach denen man gehen kann, ja, damit man auch in Anführungszeichen relativ sicher ist, dass man nicht jetzt sozusagen zu eng die Werte gewählt hat, um auch nachher nicht zu viele Anpassungen vorzunehmen. Genau. Das jetzt dazu. Sind da schon Fragen aufgekommen? Ich bin ja immer noch so unfähig, da ich die Chats hier irgendwie nicht angezeigt bekomme. Die habe ich nicht gesehen bisher, aber stellt gerne die Fragen. Genau, und wir waren ja jetzt natürlich auch ein bisschen schnell, dass wir dann auch noch gleich gesagt haben. Und gleichzeitig nehmt ihr noch dieses Open Interest Wert. Ja, genau. Genau. Aber stellt gerne Fragen. Ja. Da ist eine Frage, aber das hat was mit dem Trade-Scanner zu tun. Und wenn wir da nochmal da hinschalten gleich, dann kannst du vielleicht die kurz beantworten. Mhm. Ja, also Werte kann man also sozusagen eigentlich alles nehmen, was eine Volatilität hat. Also eigentlich fast alles, worauf man natürlich auch immer achten sollte, dass die Spreads also zwischen Bid- und Ask-Kurs nicht allzu groß sind. Ja, das ist auch noch wichtig. Mhm. Genau. Ja, Markus, dann würde ich sagen, geh du mal wieder mit deinem Trade Scanner hier rein. Okay. So, da war ja noch die Frage, was das hier bedeutet mit der 0 oder der 1.
Und das, worum es geht, wenn jetzt hier im, das ist hier ein Strangle, der gesucht wird, wenn ein Signal da ist, dann heißt es, dass der bei den 30 Tagen bzw. 60 Tagen sehr konstant gelaufen ist. Das heißt, da sieht man, der läuft jetzt hier schon seit Oktober eigentlich nur seitwärts. Da wird nicht so eine hohe Bewegung erwartet. Und natürlich, das bedeutet dieses Signal. Bei den anderen, da heißt es einfach nur, okay, wir haben jetzt hier wahrscheinlich erstmal nur ein Signal, dass es das was gibt. Aber man sieht, der ist jetzt hier abgerutscht, der Kurs. Und das ist jetzt nur wirklich für den Earnings Trader interessant. Aber kann beides sein. Deshalb habe ich es auch beides drin gelassen. Genau. Und der Robert fragt, je mehr Open Interest, desto besser. Im Prinzip kann man das so sagen. Also es soll halt auf meiner Seite sein. Und je mehr da drin ist, ja, klar. Weil dann, das dient relativ gut als Unterstützung und Widerstand. Dann der Frank fragt, wie findet man die Aktien, bei denen die Earnings anstehen? Das ist ja so die große Kunst, dass dann meistens dann Earnings Whispers oder sonst was bedient wird. Und ja, ich habe das jetzt hier komplett vollautomatisiert bei mir im Trade Scanner. Das heißt, das ist in dem Bereich hier Option Screener Basic. Da habe ich das jetzt kurzfristig mit reingenommen, dass du nicht nur Cash Secured Put, Bear Call und Strangle hast, sondern eben auch gleich hier diesen Option Buster oder Earnings Buster. Und da ist das eben gleich mit drin. Das heißt, da brauche ich gar nicht suchen, sondern der findet sofort die Werte, die innerhalb der nächsten 3 Tage Earnings haben. Perfekt. Ja, also das, ich will ja nicht da Listen suchen, also und dann die irgendwo eintippen und dann schauen, gibt es denn dafür auch vernünftige Optionsketten. Genau, und Das dann. Schöne ist, du kannst ja auch hier schon direkt dein Open Interest Minimum einrichten, ne? Ja, genau, dass man dann sagt, das. So, was ich hier nehme, man höheres Open Interest und fertig ist es. Genau. Super. Genau. Und das, was man jetzt auch gesehen hat, will ich das auch noch zeigen, stellen mit diesen mit dem Verfall. Oder nee, das macht man ein andermal, oder? Ja, nochmal. Würde ich ein andermal machen. Ja, genau. Genau, also hier habt ihr gesehen, das ist relativ einfach. Ich habe jetzt auch gerade, während Thorsten was erzählt hat, da wurde ich hier bei USB eingebucht. Und dann ist ja auch die Frage, wie geht man damit um? Was kann man da einstellen? Und manchmal ist ja auch die Frage, ja, wie macht man denn so eine Option zu? Das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Also ich klicke hier bloß drauf und mit der rechten Maustaste und dann sage ich einfach hier schließen. Position schließen. Und dann kann ich ja schon mal GTC was eingeben. Das heißt, der Durchschnittskurs war 28 Cent. Wir gehen ja vom Wohler Crash aus. Das heißt, irgendwo so um die 15 Cent oder sowas. Oder was würdest du Ja, sagen? ich würde jetzt 50% auch nehmen. Ja, genau. Dass wir 15 Cent nehmen, haben auf GTC gestellt. Das ist wichtig. Good till cancelled. Und das kaufen wir dann zurück. Da braucht ihr nicht überlegen, wenn ihr einfach überschließen. Manchmal steht das im Plus, manchmal im Minus. Sagen wir das dann einfach so. Und dann ist es übermittelt. Und dann, wenn morgen zum Beispiel oder so die Earnings dann sind, wird es automatisch ausgeführt, falls es dann genug Gegenkäufer gibt. Ja, Oder super. Gegenverkäufer gibt. Genau. Das ist halt sehr, sehr einfach, hier so eine Position zu schließen. Das kann man natürlich, ja, genau. Gut, was haben wir sonst noch, was wir erzählen können hier drauf? FCX, also ihr seht, es gibt wirklich da Unmengen an Möglichkeiten, was man dann rausholen kann. Hier ist jetzt zum Beispiel der Call ein bisschen weit weg, das muss ich noch ein bisschen anpassen. Das wird die nächsten Tage dann alles sauber funktionieren, aber ihr seht zumindest hier auch die Put-Seite, die dann wieder spannend ist. Und hier habe ich hier den großen Balken, das heißt, da kann ich dann ja auch hier meinen Call direkt da drauf setzen. Das heißt, ich brauche ja bloß dann schauen, okay, er gibt mir hier schon mal die Empfehlung, das heißt, dass ich hier die 36er Put habe und könnte dann eben sagen, okay, hier der 45er ist ja offensichtlich gut besucht. Dann zeige ich das mal, wie das geht.
bin einfach ein Short-Stringer. FCX. Gehe wieder auf den Strategy Builder. Dann hatten wir den 7, was, den 36er. Ah, da gibt es gerade gar nichts mehr. War offensichtlich schon die. Ne, das lohnt nicht mehr. Aber 2 Cent, glaube ich, macht kein Mensch mehr irgend so ein. Gut. Ja. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen näher rangehen, oder? Der 40er. Ja, das schaut doch besser aus. Da sind wir auch hier vom Delta. Hier um die 12, 13, das passt dann schon mehr. Genau, und dann eben auf der Oberseite, da können wir eigentlich das auch übers Delta machen. Delta ist ja so mehr oder weniger die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. 45 finde ich jetzt ein bisschen. Hier, ja doch, das war genau dieser große Block. Das sieht man auch hier, seht ihr das 4800, also K steht für 1000. Wenn ich mich da ein bisschen drüber setze, ist das wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. So. Gehen wir einen Preis, wieder hier irgendwo 28 Cent beim Mittel. Und dann ist er drin. Also ist relativ einfach, die ganze Geschichte. Ich brauche nicht mehr so lange rumsuchen. Michael hat gefragt, wie man die Kombos schließt. Genau das gleiche, wie ich es gerade gemacht habe. Also das war jetzt ein Einzelwert, aber es ist genau das gleiche. Wir haben jetzt bloß keine Kombo gerade hier. Gut. Thorsten. Nee, sehr, sehr gut, Markus. Also das ist wirklich hilfreich. Also ich denke von, dass man also schon allein mit dem, was wir heute gezeigt haben, Ideen nahegelegt haben, die man auch wirklich in Trades umsetzen könnte und das halt auch regelmäßig. Ja? Also es gibt wirklich den einen oder anderen, der sich nur auf Earnings Trades konzentriert. Ja? Das ist natürlich dann auch ganz schön, wenn man sowas noch hat und wenn man dann so eine Möglichkeit mit dem Tool auch noch nutzen kann, dann ist das ja eigentlich schon ein gutes Paket. Genau, ja. Ja, man hat für alle Lebenslagen im Prinzip gleich die Strategie. Ganz genau. So wie unser Titel ja auch heißt, für alle Marktphasen. Ja, und wir haben ja auch noch ein paar weitere Webinare, das heißt, die Ideen gehen uns auf jeden Fall nicht aus. Genau. Und wir werden dann auch noch mal ein paar neue Innovationen dann zeigen das nächste Mal. Also es wird ja hier nicht langweilig werden. Nein, genau. Ja, sind wir heute relativ schnell durch, würde ich mal behaupten. Also sind noch zwei Fragen im Chat. Ja. Ja, wie schließe ich die Kombos, hatten wir ja gesagt, genau. Ja, also man kann die einzeln schließen, klar, oder man kann die eben jedes Leg kann man einzeln machen. Da komme ich jetzt bloß leider nicht ran, weil wir gerade keine eingebucht haben hier bei mir. Genau, wir hatten die Es 50 Euro. ist auch ein Thema für sich und ist auch ein wichtiges Thema. Aber ich denke auch, das würde jetzt hier ein bisschen ausufern. Manchmal ist es ein Problem, wenn man komplexe Strategien aufmacht, also ein Trade mit zu vielen Legs, also mit zu vielen Optionen, dass es nicht einfach ist zu schließen. Da kommt man an der einen oder anderen Stelle nicht drum herum, dass man sich beispielsweise dann zuerst auf die verkaufte Option konzentriert oder generell nicht den Iron Condor als Iron Condor aufsetzt, sondern in zwei Schritte geht mit einem Bull Put Spread und einem Bear Call Spread. Ja, aber das ist auch schon wieder ein Thema für sich. Genau. Oder dass man dann sagt, okay, man schließt nur die eine Seite erstmal, die Richtig. besonders viel Ja. Gewinn hat und dann später die andere. Genau. Das hat man ja auch beim Strangle oder beim Iron Condor relativ häufig, dass der Kurs Ja. erstmal in eine Richtung geht, dann mache ich die eine Seite zu und dann die andere Seite. Gut. Dann war noch die Frage Signaldienst. Also ich mache hier nur den Börsenbrief für die World of Trading, den
den Renditebrief, aber da geht der Haupthandel eben über Cash Secured Puts, jetzt nicht komplexe Strategien. Genau, und du? Ja, ich habe ja meine Top-Kandidatenliste, die jeden Tag aktualisiert wird. Aber bei mir muss man schon ein bisschen mehr Eigeninitiative bringen. Also so einen konkreten Signaldienst, den habe ich nicht. Da bin ich persönlich auch kein Freund von, obwohl im Club traden wir ja auch. Also da traden wir gemeinsam ein Clubdepot. Da zeige ich halt Strategien, aber da geht es im Wesentlichen auch darum, dass man selber lernt, wie man das macht. Ja, das ist für mich mal ganz wichtig. Ja, also den Autopiloten kann man später einschalten, aber am Anfang sollte man schon das Autofahren lernen. Ja. Ja, genau. Beziehungsweise hier der Trade Scanner ist ja auch dafür da, dass man eigenständig dann Entscheidungen trifft. Ja, und auf jeden Fall auch noch sieht, wie du es gerade auch gezeigt hast. Ne? Wir haben ja jetzt einen Vorschlag von dir gesehen und dann hast du direkt geguckt, aha, guck mal da oben die Open Interest und dann hast du schon selbst manuell angepasst, weil du schon diesen Wissensvorsprung hast, ne? Dass du halt Genau. weißt, was das bedeutet. Richtig, und das ist eben das Tolle, dass du eben auch diese Ausbildung dann anbietest und dass man wirklich auch was lernen kann. Ja, genau. Und dann auch praktisch, du machst es ja nicht hier im Paper Trading, sondern da ist ja echtes Geld auch dahinter. Wie bei mir, wenn ich hier die Sachen handle, ist es ja auch echtes Geld. Ja, richtig. Ne? Also die Clubdepots, das ist kein Paper, sondern das ist real. Und das ist auch wichtig. Ja, weil irgendwann muss man auch Skin in the Game. Paper Trading, schön für die Technik zu entwickeln, aber fürs Gefühl und für die Realität kommt man am Live-Trading nicht vorbei. Absolut, ja, genau. Und da kommt ja auch das ganze Thema Psychologie mit rein. Und das ist natürlich super, wenn du da an die Hand genommen wirst, beziehungsweise auch Systeme hast, die schon Langzeit erprobt sind. Gell? Das ist ja Ja, beides ja. ist sehr, sehr hilfreich. Gell? Ja. Genau. Da wird gerade noch gefragt, der Link zu deinem Club. Magst du das mal selber nochmal zeigen? Ja, mein Club zeigen? Ja, kann ich machen, gut. Genau. Weil der Günther Nächste. gerade fragt, gell, das ist doch. Ja, genau. Ah ja, genau. Hier hatten wir eine Umfrage heute sogar gemacht. Vielleicht noch mal kurz dazu. Wir sind sehr deutschlandlastig, ist ja logisch. Aber wir haben dennoch auch 4,4% Österreicher, 4,9% Schweizer und noch 5% aus anderen Ländern. 85% von uns sind aber in Deutschland ansässig. Und was halt hier auch ganz interessant ist, wir haben schon ja knapp 22% Leute mit einer Trading GmbH, mit einer vermögensverwaltenden GmbH. Das ist schon viel. Das sind schon welche, die ein bisschen mehr traden, die halt auch keine Lust auf die 20K Verlustverrechnung haben. Hier ist die Performance von unseren Club-Trades, alles ohne 0 DTE und Weekly-Trades. Das ist der aktuelle Stand, also 18.04. sind wir bei 0,5%. Wir haben eine Zielrendite von 1%, also 12% pro Jahr, 1% pro Monat. Und hier ganz einfach optionsforwinners.de/club. Genau. Und da sieht man halt, was hier der Club alles anbietet. Also da traden wir halt live. Hier kann man nochmal gucken, was die Kollegen, die schon bei mir in der Ausbildung sind oder waren, was die sagen. Also ist eine ganz, ganz interessante, schöne Geschichte. Und was wichtig ist, wer jetzt noch bei meinem Lieblingsbroker sein möchte, bei FX Flat, der bekommt noch 2 Monate on top gratis dazu. Das noch dazu gesagt. Genau. Da einfach auch rangehen an die Broker. Die haben auch nochmal so Rabattcode hier für den Trade Scanner, wenn man da das haben möchte. Ja. Genau. Also ganz perfekt. Einfach da kurz anschreiben und dann klappt das. Ja. Sehr gut. Also von den Fragen, glaube ich, haben wir alles beantwortet. Da war, glaube ich, noch eine Frage, ob ihr dann bei 50% schließt, aber das habt ihr, glaube ich, auch Ja. zwischendurch auch schon gesagt gehabt. Ist auch nur ein Richtwert, ne? Ich glaube, das Es entscheidet ihr ist dann auch nur ein entsprechend Richtwert. individuell, ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Das sind jetzt hier keine konkreten Empfehlungen. Ja, also das nochmal gesagt. Sehr gut. Ja, dann haben wir alles. Ansonsten, wenn Fragen auch jetzt im Nachgang auftauchen, dann
glaube ich, seid ihr auch bereit, entsprechend diese zu beantworten. Wir leiten diese auch gerne weiter. Ansonsten hier die Webseite von Thorsten seht ihr jetzt aktuell und von Markus habt ihr eben auch gesehen. Dann einfach da keine, nicht schüchtern sein, einfach ansprechen. Und ich bin mal gespannt, was ihr entsprechend nächstes Mal mitbringt. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Und an der Stelle bedanke ich mich schon mal bei euch und natürlich bei den Teilnehmern und überlasse euch gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, danke Nelson. War mir wie immer sehr, sehr angenehm hier mit euch beiden und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich glaube, da sehen wir uns erst im Mai wieder. 9. Mai, glaube ich, wenn ich das 9. nicht Mai, richtig sehe. perfekt, perfekt. Na, das ist ja schon wieder bald. Na, da haben wir wieder was Neues. Ich glaube, wir wissen auch schon ungefähr was. Und Richtig. ja, vielen Dank. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Auch danke für die Fragen. Genau. Und dann sehen wir uns Nehmen wir noch spätestens am eine nächsten Frage mit. Ich glaube, das geht in Richtung Markus. Kann man die Trades nach den Namen der Aktien suchen? Oder man kann Trades nach den Namen der Aktien suchen? So ist die Frage gestellt. Das ist immer so ein kleines Philosophiethema. Kann ich für eine Aktie, also der normale Weg ist ja immer wieder, dass man sagt, okay, ich suche jetzt eine Aktie und dann, welche Strategie kann ich dafür nutzen? Das wollte ich ja so eigentlich nicht haben. Ich übertrage mal kurz den Bildschirm, sondern ich möchte ja haben, dass eine Aktie oder eine Strategie die perfekten Werte rausbringt. Und das heißt, ich kann zwar hier, habe ich jetzt eine Liste und dann kann ich hier raussuchen, zum Beispiel, was in der Liste drin ist, FCX oder sowas, dann finde ich alle FCX-Werte. Oder ich sage, ich will hier branchenmäßig Financial, dann habe ich die auch. Oder ich kann auch mal den allgemeinen Wert sagen, USB oder so. Das geht. Andersrum kann ich mir zwar Werte anzeigen lassen, wie hier so eine Apple. US, aber da wird jetzt nicht, ups, man sollte auch das richtig eintippen. Da wird mir auch der Kurs angezeigt, auch das Open Interest, aber die Empfehlung ist dann nicht gleich automatisch da. Das muss man eben wissen. Da immer Super. wichtig, US hinten reinzusetzen. Genau. Okay, dann haben wir die Frage noch mitgenommen und ich wünsche allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Ciao.